spuckt er erstmal Gift und Galle am Start. Damit gehen wir jetzt rein in die 3,6 Tonnen Supersport. Der Destructive Deer mit seiner neuen Optik steht vor dem Bremswagen. Und du hast ja gesagt, Tommy, letzte Woche ist das erste Mal vor dem Bremswagen gewesen. Zum Ende, ne, da bricht der Ladung dann doch ein bisschen zusammen. Ja, dann, ne, wenn ich jetzt hier gucke, müssen die Hütchen aber noch ein bisschen versetzen. Ne? Also Bremswagen bleibt stehen, das heißt, der Red Hurricane ist der nächste vor dem Bremswagen. Ja, die wissen schon, was sie machen. Ne? Also sind ja auch schon, oder haben schon die ein oder andere Erfahrung mit Sicherheit gesammelt und ja, ist gut eingestellt gewesen. Ja. Genau, das ist halt die Sache, wo wir ja, vor ein paar Stunden schon mal drüber gesprochen haben, ne? Mit den Reifen. Da können wir jetzt auch sehen beim Red Hurricane, der hat wirklich Puller-Reifen aufgezogen. Ne? Der Destructive Deer, doch in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, ob es die Michelin-Reifen waren, die ja ganz viele Teams so klassisch fahren. Red Hurricane, bin gespannt, wo er landen wird, ob er sich hier auch fürs Finale qualifizieren kann. Gibt es mal kurz Schatten für uns nach der Abgasfahne vom Red Hurricane und der zieht wirklich durch bis zum Schluss. Also der nächste Full Pool, ich glaube, da wird es noch ein paar von hageln hier. Auch das erinnert alles so ein bisschen mittlerweile an Pro-Stock-Optik. Die Pro-Stock hat ja die Pro-Stock-Klasse in Deutschland ja kurzzeitig eigentlich Fahrt aufgenommen, das war so 2010 rum, da erinnere ich mich bei der Veranstaltung in Haltern, glaube ich, war so ziemlich die einzige Veranstaltung, wo alle, ich glaube damals 6 Pro-Stocks da waren, aber naja, so entwickelt, wie man sich das vorgestellt hat, hat sich das Ganze letztlich nicht, aber das sehen wir dafür jetzt bei den Supersports. Genau, also das.
genau. Blue Vendelin oder Wild Turkey, ich weiß gar nicht, wie er jetzt im Moment benannt ist. Genau, der fährt in den Limited Modifieds mit und ja, sogar erfolgreich, ne? Beide Läufer hat er bis jetzt gewinnen können. Ja, wobei es dann ja bei den Limited Modifieds so ist, dass sie nicht nach dem Punktesystem fahren, sondern. Genau. Und wenn der Erste schon qualifiziert ist, qualifiziert sich automatisch der Zweite, ne? Und so weiter. Ja. Ja, genau. Die Problematik ist natürlich, dass die Teams relativ verteilt sind. Genau. Also da. Genau, so. Ich denke nicht, dass es reicht. Dann nicht. Genau. Ja, also wie gesagt, da dürft ihr im Moment nicht auf die Meterschilder gucken, denn die passen nicht, wenn das 5 mal. Reicht damit eigentlich, dass er hier auch zum Favoritenkreis gehört. Ja, wir haben ja auch einige Teams, die tatsächlich auch im Eurocup unterwegs sind in dieser Klasse, also und auch relativ erfolgreich. Ja, und dieser Trecker für mich auch wirklich sehr, sehr schön anzugucken. Der Red Devil. Schöne Optik. Ja, ich denke mal, wenn da alles halbwegs läuft, wird er die 100 Meter hier auch holen. Ja, da wird nochmal die Bahn gewalzt. Dieser Bahndienst, der den ganzen Tag hier läuft, mit dem Erdhobel und der Walze, ist natürlich dafür da, dass die Starter quasi die gleichen Bedingungen vorfinden. Und nicht der eine sagt, da war noch, da war dies, da war das, da war nicht gewalzt. Also wird schon versucht, das für alle gleich herzustellen. Red Devil, grüne Flagge, Start frei. Ja, und war auch lange auf der Kupplung, ne, bis er wirklich losgelassen hat. Das hat schon ein bisschen gedauert. Genau, da sehen wir es nochmal in der Slow-Mo. Ja, und damit kommen wir zum John Deere, zum Duke of Deere, der König der Hirsche. Mal gucken, ob er hier seinem Ruf gerecht werden kann. Janos Scholvens. Der mit Sicherheit hier auch das Potenzial hat, mit ins Finale zu kommen.
einen Turbolader zugestanden in dieser Klasse, auch eher auf Pullerreifen unterwegs. Ja, und gerade haben wir die alte IAC-Optik gesehen. Jetzt sehen wir ja mittlerweile auch schon die alte, in Anführungsstrichen, John Deere-Haube. Und ja, ich denke, wenn alles normal läuft, auch hier ein Kandidat für den Full Pull. Spuckt da erstmal Gift und Galle am Start. Muss natürlich erstmal hier den Turbo ans Drehen bekommen. Muss auf Drehzahl kommen, damit der Turbolader ausreichend dreht. Und das scheint im Moment das Problem zu sein. Also das hat auf jeden Fall echt spannend gemacht am Start. Ja, vielleicht hat er hier mit Jan eine Absprache gemacht für ein paar schöne Fotos, weiß ich nicht. Genau. Da darf heute der Mann scheinbar mal pilotieren, also Man in Red heute. Das hast du gesagt. Wie gesagt, auch das geht natürlich weit über 1000 PS, ungefähr 1500 PS, der Trecker ja ursprünglich aus Holland, als, ich glaube, Cobra XL war es, Hans Beniers. Und ja, wir sind gespannt auf jeden Fall, so wie wir gerade schon gesagt haben, Volkmaß, zweiter Platz, also das heißt, der Full Pull sollte ja auf jeden Fall auch gebucht sein. Sah richtig entspannt aus, ne? Also hatte jetzt vielleicht nicht die Geschwindigkeit, die anderen hatten, aber ganz, ganz souverän eigentlich. Ja, da schreiben wir uns mal den nächsten Full Pull auf. Und damit bleiben wir bei der Farbe Rot und ja, Jörn Budding, glaube ich, ne? Ich glaube auch einer der schnellsten, also rein leistungstechnisch schon. Der Mighty Quinn scheint nicht da zu sein. Da gab es, glaube ich, mal einen Defekt und der scheint noch immer nicht wieder behoben zu sein. Ich glaube tatsächlich beim Eurocup in Brande. Und ja, jetzt schauen wir mal. Der Red
Evolution, glaube ich, war beim World Cup in Brande auch auf jeden Fall auf dem Podium. Ich weiß nicht, auf 2 oder 3. Also das heißt, hier ein ganz heißes Eisen nochmal im Feuer und mit Sicherheit einer der Favoriten am heutigen Tag in dieser Klasse. Ja, da will er aber auch nochmal so ein kleines Ausrufezeichen setzen. Also war dicke drüber und bleibt aber trotzdem noch auf dem Gas, ne? Um so zu zeigen, so, ja. Ja, ja. Vermutlich. Jetzt, also ursprünglich ist das ja ein IH. Und ja, jetzt hat er graues Farbkleid angenommen und wurde umgetauft in Simply Grey. Das Team, ja. Mit dem Trecker auf jeden Fall neu dabei in dieser Klasse. Auch hier Startfreigabe Simply Grey. Auch er spuckt erstmal Feuer, wie gerade der Duke of Deer. Ja, da gibt es nochmal einen Sprint vom Mechaniker zum Trecker. Nee. Ja, jetzt wird das Seitenblech nochmal geöffnet, ob da jemals Feuer gefangen hat. Ja, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig wahrscheinlich. Ja, wenn er sich jetzt natürlich zurücksetzen lässt, ist der letzte Starter. Dann hat er nur noch einen, der da ein bisschen Zeit für ihn rausnehmen kann, nämlich Smoky Beast. Aber jetzt sieht es so aus, als ob es doch nochmal klappen könnte. Wir sind gespannt. Bei Pulling World kannst du gucken, da gibt es eine For Sale. Genau, und da gibt es so eine For Sale Rubrik, da draufklicken. Und wenn da wirklich ernsthaftes Interesse irgendwo besteht, könnt ihr auch Sascha immer anschreiben. Der hat auch immer ein offenes Ohr und ja,
ist ja, genau, ist ja, ja, ich sag mal, ist quasi auch so ein Baby, diese ganze Farmpooling-Geschichte, die hat der Sascha mit aufgebaut, wie jetzt die Limited Modifieds, damit der Sport wirklich am Leben bleibt und auch Nachwuchs kommt, denn ein Team, was aus dem Nichts kommt und in die Modified-Klasse einsteigt, gibt's eigentlich nicht. Also da muss man sich keine Illusionen machen, das ist einfach so. Und langsam ranführen, egal ob übers Garden-Pulling, hier übers Farm-Pulling oder über die Limited Modified, das ist so das Ansinnen, dann vielleicht nochmal irgendwann die Teams dazu zu bewegen, vielleicht auch nochmal in die schwereren Klassen einzusteigen. Also von daher, wenn da wirklich irgendwo ernsthaftes Interesse besteht, schaut nach bei Pulling World for Sale oder sprecht Sascha Mecking einmal an, der wird euch mit Sicherheit Auskunft geben können. Jetzt der zweite Lauf vom Smoky Beast, der einzige neben dem Simply Grey, der außen vor geblieben ist. Ich weiß nicht, ob es irgendwie am Zylinderkopf dann ein Problem gibt. Wir können natürlich auch nur spekulieren. Aber ich denke nicht, dass es gereicht hat. Nein, 97,29 notieren wir für Smoky Beast. Bleibt damit außen vor, schafft es nicht ins Finale. Relativ souverän, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ja, auch eine gute Geschwindigkeit, die er da aufbauen konnte. Ja, damit gehen wir jetzt ins Finale. Gucken uns die letzten 8 Trecker an. Tommy, was meinst du, dein Tipp? Wer macht das? Ja, also ich glaube auch, Jörn Budding hat da im Vorlauf echt überzeugt, aber es ist aber vieles möglich. Ja, und wir warten mal ab, ich sag mal in einer halben Stunde ungefähr, wissen wir mehr. Ja, fürs Finale ist er relativ weit gekommen. Ein 91,77. Da sehen wir nochmal die Slow-Mo. Ja, kommt dann auch wieder von rechts dann doch auf die linke Seite rüber. Und ja, aber so wie du sagst, das müssen die anderen erstmal überbieten. Die Jungs werden da eh auf dem Gas bleiben. Denn selbst wenn sie nur einen Meter vorbei sind, aber 5 vorbei könnten, dann wollen sie auch die 5. Genau. Nochmal anschnallen. Das ist auf jeden Fall die neue Bestweite, 96,54, also um die 5 Meter. Wir gönnen's allen.
Ja, und wie wir es gerade auch schon gesagt haben, eigentlich fast ein Heimpool für ihn, hier Heimspiel. Ja, von daher natürlich umso interessanter für ihn hier ganz nach vorne zu fahren und hier die Roten so ein bisschen zu ärgern. Ja, irgendwie Probleme, also konnte er jetzt nicht die Drehzahl aufbauen, die der Turbolader benötigt und hilft natürlich nicht. Genau, ja, das kann natürlich dann das Problem sein, wenn die Kupplung zu früh schließt, kann er natürlich nicht, aber er hat natürlich innerhalb der ersten 30 Meter angehalten, beziehungsweise ist zum Stehen gekommen und dann hat jeder nochmal die Möglichkeit, sich nochmal zurückziehen zu lassen. Und nochmal einen zweiten Versuch wahrzunehmen. Ursas und Blue Trouble. Ja, hoffentlich kann er jetzt den Trouble aus dem Blue hier beheben. Neue Bestweite. Sah gar nicht danach aus. Also wirkt jetzt hier relativ unspektakulär. Ne? Aber nee, der Ford 9600 ist damit in Front gegangen. Ganz deutlich in Führung. Also ob da noch einer hinkommt, ich glaube, das wird schwer, aber Jörn Butten kommt ja auch noch. John Deere 64404. Turbo HX60 hat er drauf gebaut. Janos Scheuvens aus Hennstedt. Ja, und quasi der einzige John Deere, der jetzt noch eingreifen kann und hier verhindern kann, in Anführungsstrichen, dass hier ein Roter gewinnt. Ja,
macht es wieder ein bisschen spannend. Ja, ähnlich wie gerade. Viel weißer Qualm. Genau. Also, schon gesagt, eigentlich beim Ladedruckaufbau nicht unbedingt. Weißer Rauch, eigentlich nur bei der Papst war was Gutes. Weiter, aber kann da dem Red Devil nicht in die Suppe spucken, denke ich. 9. Ja. Aber Platz 2, ne? Im Moment ist es Platz 2 für Duke of Gear. Jetzt sind wir gespannt, was das Team aus dem Münsterland tun kann. Zwischen dem Münsterland und dem Ruhrgebiet beheimatet aus Selm. Ja, von Rot gehen wir auf grüne Fahne, startfrei für Lady in Red. Ich würde sagen Platz 2. 102,54 muss er schlagen. Nee. Ja, ich sag ja, also Platz 2. Ja, kann die Sarah recht haben mit ihrem Podiumswunsch. Ja, der wird auf jeden Fall ein gewichtiges Wort heute mitreden. Und Nein. Der will es hier wissen und will natürlich hier vor heimischem Publikum als vorletzter Starter nochmal ganz nach vorne fahren. Dafür muss er aber 102,54 Meter knacken. Also wirklich interessante Klasse, die wir hier als Abschluss am heutigen Tag in Hasmoor sehen. Ja, und jetzt sind wir gespannt, ob die Bestweite fallen wird. Ich glaube, da können wir ein Ausrufezeichen machen. Die Weite ist gefallen. Also hier ist der neue Führende. Red Evolution und Björn Budding 107,56 Meter. Ja. Ja, im zweiten Anlauf hat das ja nochmal gepackt. Das sah auch relativ gut aus, aber Björn Budding ist hier schon ein dickes Brett zu bohren für ihn, denke ich mal. Also, ja, also das würde mich auch stark wundern. Schauen wir mal, das wäre es natürlich dann mit dem letzten Zug des Tages. Ja, wie gesagt, gute 8 Stunden. Mein gut, mit dem Warten auf den Notarzt, da ziehen wir eine Stunde ab. Ne? Genau, okay. Letzter Start des Tages. Simply Grey, während Björn Budding sich feiern lässt.
Ja, war gar nicht so schlecht unterwegs, aber zog dann auf die andere Seite. Wir gucken uns nochmal die Slow-Mo an. Ja, und ja, da kannst du sehen, da geht dann rüber. Naja, dann nehmen wir nochmal einen tiefen Schluck hier, wir sitzen genau in der Dieselwolke. Ja.